Ein Mercedes-Benz, fast ein klassisches Fahrzeug, so muss man schon sagen. Ja, hier sind Jutta und Jürgen, sie haben sich einen Traum erfüllt, aber nicht irgendein Wohnmobil, sondern mit einer Holzkabine und sie haben den Innenausbau komplett selber gemacht. Du bist Handwerkerin? Mein Mann ist Handwerker. Ich bin der kritische Zuschauer. Du bist sogar sehr kritisch. Ich habe schon ein bisschen was erfahren über deine Frau. Die ist recht dominant, muss man sagen. Aber ihr passt gut zusammen, oder? Klar, also wenn man jemanden hat, der einem sagt, das, was du da gerade machst, kann man noch verbessern, kommt ein besseres Ergebnis dabei raus. Das muss man nur akzeptieren. Das ist das Wichtige daran. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist jetzt lustig beim Skifahren. Mich hat jemand überholt, wo ich dachte, die hat überhaupt keine Ahnung vom Skifahren. Und, im Schuss, oder? Ja. In einer Halfpipe und hat sich sehr massiv auf die Nase gelegt. Und sich totgelacht. Und da habe ich gedacht, das ist super. Wenn man gerade nach links zur Seite tretet, also das ist euer Auto. Es ist ein wunderschönes Auto. Hier ist Tobias Teichmann von 4Wheel24. Grüß dich, Tobias. Hallo, ja, grüß dich, Sven. Servus. Ist das schwierig, mit so, ich sag mal, anspruchsvollen Leuten klarzukommen? Manchmal ist es schon, so ein bisschen Ehe, ne? Also wir sind ja der Lebenstraumerfüller und da ist es tatsächlich so, dass es mal Momente gibt, die verflucht man auch mal gemeinsam. Ne? Aber das Schöne ist, wenn man Beispiel, Anspruch ist, was war? Naja, es ist einfach, es geht immer alles nicht schnell genug. Es ist einfach komplex. Oftmals ist der Kopf halt schneller, als so ein Projekt werden kann. Man muss ja dazu sagen, wir machen ja keinen Standard wie viele andere, wo die Autos immer gleich sind, sondern es ist ein hoher Individualisierungsgrad da. Und das macht das Ganze kompliziert. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich teilweise auch noch in den Abläufen, trotz der Erfahrungen, die da sind, oftmals um die ein oder andere Woche verschätze. Und es wird am Ende, mein Spruch ist immer, das Endergebnis zählt. Und am Ende haben wir uns dann auch alle lieb, auch wenn der Weg manchmal ein bisschen steinig ist. So, wir kommen mal kurz zur Aufgabenteilung. Du hast geliefert die Leerkabine, du hast geliefert... Genau, wir haben das ganze Fahrgestell gemacht, war auch hier ein klassisches Schweizer Feuerwehrfahrzeug. 1224, na, war im ersten Leben im Schweizer Feuerwehreinsatz. Das Schöne an dem Auto ist, hat den bewährten OM366, ein ganz, ganz bewährter Motor, der auch im Unimog viele Dienste geleistet hat, mit Turbolader und Ladeluftkühler und, was ganz, ganz selten war, einem 5-Gang ZF Automatikgetriebe mit Retarder. Mit Retarder sogar. Na, also das heißt, du hast eine Ölwirbelstrombremse, die absolut verschleißfrei bremst und natürlich für den Reisebetrieb optimal ist, weil sie zu bedienen ist und es fährt sich recht modern. Ne? So, ihr habt den komplett auseinandergenommen quasi, Wir haben den modifiziert, das Fahrwerk modifiziert, hier LED-Scheinwerfer montiert, wir haben ihn lackiert, wir haben das Fahrhaus verlängert, wir haben dem so ein kleines Happy End hier verpasst. Damit ein was? Ein Happy End? Ich sage jetzt immer Happy End dazu, weil der Sitz ein bisschen mehr Platz hat, du kannst die Lehne ein bisschen schräg stellen, du hast im Fahrerhaus dadurch mehr Raumgefühl. Wir haben ihm schönere Sitze verpasst. Ich weiß nicht, Jürgen, ist er offen oder? Nee. Was ist das für ein Lack eigentlich? Der Lack ist Raptor, na, also das heißt, wir haben den strukturiert. Das ist so eine Ladebordwandbeschichtung, die du auch bei Pickups verwendest. Und wir färben den mittlerweile in allen Farben ein. Und er hat hier eine Struktur, ist wie eine Nagelfeile. Und das ist angelehnt an unsere Eckprofile, die häufig, weil die Folie gibt es hier nur in einem Hellgrau, in einem Dunklen oder in einem Schiefergrau, die laufen parallel. Deswegen habe ich gesagt, machen wir das Fahrzeug auch so. Sehr stabil. Hoppla, ich habe ihn. So, und das ist eines der sichersten Schlösser der Welt, muss man sagen, richtig? Keine Ahnung. Also wir, es wird nicht so arg beschädigt, wenn jemand noch einbricht. Genau, das ist. So, es gibt ja nicht nur Jutta und Jürgen, ne? Man sieht es, es fahren auch noch andere vierbeinige Gesellen mit. Ne? Und wir haben hier schöne unsere Leder-Alcantara-Sitze reingebaut mit Sitzheizung. Mit Hund, Katze, was habt ihr? Zwei Hunde. Und was für Hunde? Einen deutschen Pinscher und einen Schäfer- und Collie-Mischling. So, die Sitze, die sind auch neu? Die sind neu, ja. Die sind neu. Die haben wir im Sortiment lassen, die für uns herstellen. Gibt es in Leder Alcantara und in Stoff. Haben Federungen, sind mehrfach verstellbar, dreifache Lordose, Sitzheizung. Und was ganz toll ist, hier, du kriegst diese Nachrüstsitze sonst nur noch als Fahrersitz. Wir haben es hingebracht, dass wir jemanden gefunden haben, der die uns als Beifahrersitz macht. Weil wenn du die hier einen Fahrersitz auf den Beifahrerposten baust, kommt der Gurt von der anderen Seite und die Bedienung klemmt sich so meistens im Motor. Ein bisschen ein. Ne? So, jetzt also zeig mal. Ja? ZF Automatik. ZF, ja. Der hat jetzt, was hat der für einen Hubraum?
Der Motor hat knapp 6 Liter Hubraum, ist wie gesagt ein OM366LA. Also und der geht gut, oder? Ja. Wir haben ihn ein bisschen, Beine gemacht, das machen wir immer ganz gern. Wie geht das? Ladedruck? Ja, Ladedruckanpassung, Einspritzsystem optimieren und er hat so roundabout. Original hat er 236 oder 238 PS und jetzt hat er so um die 270. Fahrhausklima habt ihr? Nein. Warum nicht? Da oben das Dach, weil unser Ausbauer uns empfohlen hat, das gibt es nicht in einer guten Qualität. Ja, wir haben immer diese anstelle des Dachs diese Klimaanlagen verbaut. Ne? Aber guck mal, lang mal hier rein, die Sonne scheint. Vorne jetzt mit der Abdeckung, es ist schon erstaunlich, was das bringt. Ne? Ja. Und ich habe das 4-5 Mal verbaut und die Leute sind sehr unzufrieden, wenn es dann außen 35 Grad hat und es wird nur 5 Grad kälter. Mhm. Habe ich gesagt, machen wir nicht mehr, ist nicht seriös mit 2 kW elektrisch zu klimatisieren. Ne? Man muss da eine Fahrklimaanlage reinbauen. Ja, was Tolles eingebaut. Ihr habt eine Blink eingebaut. Ich bin ja Blink-Fan, der da ist. Das heißt, ihr könnt mit dem Router könnt ihr euer Fahrzeug überwachen, auch wenn ihr weg seid. Ja, korrekt. Und vor allem, wir haben eine innen. Da kann man auch gucken, ob es den Hunden gut geht, wenn man oder dein Mann ist. Oder mein Mann. Der ist normalerweise mit, aber... So, ja, das ist ein Riesenvorteil. Du kannst sogar die Temperatur sehen. Das ist ein Vorteil. Kriegst Alarm, wenn es zu heiß wird bei den Hunden, oder? Könnte ich über die Blink. Ich habe aber Ruvitex und ein Victron-System und darüber kriege ich dann den Alarm. Du bist doch der Mann, habe ich das Gefühl. Bei den Internet- und Kamerasachen bin ich der Mann, ja. Okay, aber cool. Bei Holzbau und allem ist mein Mann der Mann. Ja, ich sag mal, die Frau ist jetzt der Mann. So, das ist so. Ihr habt was ganz Besonderes. Das ist der Einstieg. Bei denen, das ist bei vielen von deinen Fahrzeugen so, Tobias, das sind ja Offroad-Fahrzeuge, 4x4, genau. Feuerwehren. Warum waren die Feuerwehren immer 4x4, damit die auch auf eine Wiese fahren können? Ne? Ja gut, im V-Fall und im Einsatz sollten die halt durch Schnee und Eis und auch durch Offroad-Anfahrstrecken mit aufgehalten werden. Ne? Deswegen hat man da meistens einen Allradantrieb. Ja, du deutest schon darauf hin, wir haben das Fahrwerk auch modifiziert, haben ein eigenes Dämpfersystem dafür, das also ein bisschen kommoder und mehr Stabilität ins Fahrwerk reinbringt. Wir haben die Podeste hier, die sind auch mit dem Noteinstieg gehalten. Ein was? Ein? Ein Noteinstieg, wenn das Podest Noteinstieg, wenn du keinen Platz hast, die rauszuziehen, könntest du auch zeig mal, die Leiter das? Rausziehen und bist dann in der Lage über die Leiter. Aber das geht nur im eingefahrenen Zustand, weil sonst ist die Belastung relativ hoch. Ne? Könntest du das jetzt als Einstieg benutzen. Ne? Okay, das heißt, das sind ja Schwerlastauszüge, aber die dienen gleichzeitig als Veranda. Eine klasse Sache. Du kannst dann die Schuhe bequem ausziehen. Der die Dreck, Hunde der kann draußen bleiben, oder? Die Hunde abstauben. Oder auch sehr schön abends mit einem Bier sich da den Sonnenuntergang angucken. So, ihr habt einen Durchstieg. Das hätte nicht sein müssen. Ihr habt es aber gemacht. Also geht gar nicht ohne. Erstens mal gehen die Hunde durch den Durchstieg von der Kabine nach vorne, weil ich will die nicht hier hochheben. Und es ist auch ein Sicherheitsaspekt für uns. Du kannst jederzeit flüchten nach vorne. Ohne außenrum zu gehen. Wenn da so ein Tiger langläuft, möchte ich nicht außenrum gehen. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Du bist doch ja, der Hut hier, Indiana Jones. Ja, unbedingt, unbedingt. Was ist das so? Säupis heißt das, oder? Der keine Hersteller. Ahnung, die haben wir uns gestern gekauft, weil ist hier die gut? Sonne brennt. Ja, super. Super, okay. Sonst weil die Leute wollen immer hier. Wissen, was ist das? Sag mal hier, das mit den Schwellersauszügen, das heißt, du gehst da hoch. Du bist jetzt wahrscheinlich über 40, oder? Ganz knapp. Ganz knapp über 40. Da ist jetzt keine Laufleiste dran. Du bist aber fit, oder? Du machst viel Sport? Manchmal, ja. Aber das ist unproblematisch. Jetzt ein Anlauf oder brauchen wir nicht? Nein, brauchen wir nicht. Also wir brauchen ihn nicht. Geh mal hoch, bitte. Ich geh mal hoch. Man kann auch im betrunkenen Zustand sich hier anlehnen. Ne? Also, das würde funktionieren so. Reinigt man auch das Fahrzeug. Und wenn du bis zu dem Schlupf kommst, kannst du dich hochfahren. Ach, da vorne ist Airline. Okay, verstehe. So, das Coole ist ja, dass du alles modifizieren kannst. Du kriegst die Kabine selbst ist atmend. Das ist was ganz Besonderes. Ihr habt euch für etwas entschieden, was abnorm ist. Die meisten verwenden ja Sandwich-Bauweise, GFK oder Alu oder keine Ahnung was. Ja. Hier ist Holz. Ja, wir sind beide Holztypen, sehr holzaffin und uns gefällt das Raumklima da drin eigentlich deutlich besser. Und da war uns das Mehrgewicht und mehr Preis, den es natürlich hat. Merkt man? Absolut, absolut. Okay. Das ist so ein Raumgefühl, ist ganz anders. Geh mal in eine GFK-Kabine, der Geruch ist eine ganz andere Geschichte. Die Jutta kann ja darüber reden, die kommen ja von einem anderen Fahrzeugkonzept. Ne? Vielleicht, vielleicht mal einen Satz dazu auch. Erzähl mal. Wir haben vorher 5 verschiedene gehabt, der letzte war ein Concorde Charisma. Ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, der ist schon... Ich arbeite ja für Concorde. Also ja, dann... Ist auch nicht schlecht. Andere der Aspekt Wohnen ist da super, aber der Aspekt Reisen, mobil sein, kleine Stellplätze anfahren, war da nicht unseres. Und deshalb die Gesamtlänge von dem?
9,9 Meter. Oder der hier. Der da. Der da, 8,30 Meter, 40 jetzt mit, etwa. Mit von vorn bis hinten? Mit Heckträger. Mit Heckträger. Schauen wir uns gleich mal an. Du bist großer Soron-Fan. Wenn ich weiß, was das ist, der wird es gleich erfahren. Ja. Ihr habt sogar alles umgebaut. Das ist ziemlich cool. Bedeutet, der Kennzeichenhalter ist sogar unter dem Schutzblech. Herr Rossi, wer ist Herr Rossi? Ist das der noch von früher? Das ist der Herr Rossi sucht das Glück. Ja, das meine ich, die Älteren von uns kennen die Serie und es ist mein erster Hund gewesen. Scheiße, ich kenne die. Ich bin älter. Ja, ich kenne sie auch noch. Wir sind alle älter. Das, Herr Rossi sucht das Glück, ne? Genau. Sag mal, die Sache ist ja nicht ganz billig hier. Man braucht ein bisschen Geld. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die jetzt so, ich sag mal, so in dem Alter sind, so 22, einen LKW-Führerschein machen, dass die dann sagen, sowas will ich auch haben. Aber was muss man ungefähr anlegen für sowas? Für was? Für das ganze Auto? Komplett, ja. Es kommt darauf an, ob man die 2000 Arbeitsstunden auch noch rechnet, die man reingesteckt hat. Also man sollte schon sehr deutlich sechsstellig investieren. Ja, also so 200.000, 300.000. Das wird schon knapp. Oder mehr. So, das ist tendenziell so. Ein bisschen mehr. Aber es ist ja ein Haus auf Rädern. Das heißt, der Wertverlust ist tendenziell geringer. Im Moment ist ja alles, was gut gebaut ist, was Camping langfristig heißt, tut sich. Und das Ding hat, glaube ich, nicht so den hohen Wertverlust. Das ist so. Ja, das Schöne ist hierbei, was ist das hier? Was denn? Was ist das? Das TI-System. Das ist ein System, um in die Räder Luft reinzulassen oder auch abzulassen. Man muss natürlich noch an jedem, hier sind überall so, muss man einmal ein Stück darüber, da ist so eine Box. Zeigt Tobias. Regelanlage, eine Zentrale, die relativ basic ist, aber nach einem militärischen Standard entwickelt wurde. Das heißt, du hast hier einen Füllschlauch, du hast anstelle des Ventils eine Kupplung, eine Gegenkupplung. Jetzt kannst du den Druck auf dem Gerät einstellen, das ist relativ einfach. Du hast ich sehe hier gerade ein ganz langes Gesicht. Ja. Jetzt, ich meine, du fragst dich ja jetzt, warum sowas gut ist, warum man den Luft regeln kann. Mädels, erklärt euch das mal gegenseitig, warum? Naja gut, der Grip hängt schon damit zusammen, wie viel Auflagefläche der Reifen auf dem Boden hat. Und wenn du Luft rauslässt, weicht er etwas, hat mehr Auflagefläche und durch das Walken wird Dreck, der sich zwischen die Dinger setzt, auch wieder rausgewalkt. Und das macht viel aus? Das heißt, in Matsch und Sand, das macht sehr viel aus, das kann aber Tobias viel mehr erklären. Wir haben noch nicht so viel Wüstenerfahrung. Wir machen teilweise wirklich bei unseren Touren sowas, dass die Leute sich festfahren. Ich sag, wenn es immer weitergeht, sofort stoppen. Dann nimmst du den Luftdruck runter, auch bei den großen Autos, bis knapp unter 2 Bar, setzt dich rein und fährst einfach raus, wie wenn du aus dem Parkplatz rausfährst. Mach mal bitte. Ja, also das ist ein Schnellkupplungsverschluss und wenn du die anschließt, kannst du jetzt hier beim Luftdruck... Also wie auf der Tankstelle oder wie? Genau. Das ist so, man müsste sie jetzt hinten anschalten, da komme ich jetzt mit der Treppe doch die Hüse an. Aber es ist momentan auf komplette Druckreduktion gestellt. Ja, wir haben keinen Gegendruck momentan, weil das Auto jetzt steht hier. Ne? Also die Drucklufttanks im Auto sind leer. Also das heißt, das funktioniert wie an der Tankstelle. Da kann ich den Druck einstellen und dann? Dann kann ich ihn einstellen. Dann jedes Rad hat so ein Schlauchdepot. Also das ist jetzt das Schlauchdepot für dieses Rad hier. Wir haben vorne ein Schlauchdepot. Ja, das sind überall diese Teile. Genau. Also viermal habt ihr. Ne, das hier nur einmal, aber das, was Tobias da hat, das ist viermal da. Das habe ich viermal und ich kann einmal zentral den Druck einstellen und dann kann ich den Druck, Regelsystem automatisch auf den eingestellten Druck runter. Okay, ziemlich cool. Kann ich zum Aufpumpen, genauso wie zum Luftablassen. Ganz, ne? Ganz wichtig, weil wenn man sich da mal festgefahren hat, das ist dann quasi wie der Mountainbike-Reifen, wo der Luftdruck dann auf 0,8 Bar beim Fetti und dann auf einmal hat er Griff. Ist dasselbe, genau dasselbe Prinzip. Genau. Super, siehst du, ich habe endlich mal was gewusst. Guck mal, hier vorne ist eine Lampe. Das ist damit abends sind ja alle Katzen grau, damit es hell wird. Ja, und vor allem die sind halt unten und beleuchten die Umgebung im tieferen Bereich, wenn man da irgendwo einparkt, rückwärts fährt. Simone, hi Simone erstmal. Ja. Du bist ja mit dabei. Tolle Frau, muss man sagen. Kennt Technik in- und auswendig mit allem drum und dran. Ich bin wirklich. Ist der Gegensatz von dir? Was Technik betrifft, ja. Du bist ja eher so kunstorientiert und so weiter. Du hast ja ein bisschen was mitbekommen. Meinst du, lernst das noch? Ich meine, wir fahren ja vielleicht noch auf die Caravan-Salon. Ein bisschen was bestimmt, auf jeden Fall. Aber ob ich mich dann so gut auskenne, wahrscheinlich nicht. Wollen wir mal sehen. Das heißt, ihr fahrt damit auch in die Wüste, oder? Das haben wir durchaus vor. Das haben wir noch nicht gemacht, da sind wir noch nicht zugekommen. So lange ist er ja noch nicht fahrbereit. Wir haben ein bisschen Tabernas-Wüste in Spanien, aber das zählt noch nicht. Also noch nicht. Richtig Wüste kommt noch. So, ja, komm. Wir sind schon ein bisschen unterwegs, so ist es nicht. Ne? So, da hinten ist ein Staufach. Was kann das? Was da drin? Da ist die Außenküche vorgesehen. Im Moment ist da schlicht ein Grill drin. Ja, zeig mal bitte. Da wird noch ein bisschen was dazu gebaut, aber im Moment mal. Edelstahl, was ist das? Ja, das ist eine Standard-Bava-Edelstahlkiste.
die wir häufig verbauen, die hat sich hier vom Platz ganz gut gemacht. Und da wir so einen klappbaren Unterfahrtschutz haben, viele kritisieren das. An dem Fahrzeug da vorne haben wir auch mal schräge Boxen verbaut. Das heißt, der niedrigste Punkt ist hier der Drehpunkt des Unterfahrschutzes. Und der ist ein Stückchen hinten niedriger als die Box. Damit habe ich mehr Stauraum in der Box. Ne? Hier gibt es also... Genau, das ist ein elektrischer Kontaktgrill. Darunter ist der Gasgrill. Den kann man rausnehmen. Wir haben einen langen Schlauch. Und wie gesagt, das ist Work in Progress. Ne? Da kommt noch eine Schublade hin. Kann man hier was draufstellen? Ist das belastbar? Ein Bier kann man drin auch. Also aber ein Grill wird gehen. Könnte gehen. Ich würde es eher zum Bier abstellen benutzen. Oh, verstanden. Du trinkst auch mal Bier, oder? Natürlich. Okay. So, Sideway. Was ist ein Sideway eigentlich? Ja, Sideway ist unser Fenstertüren- und Klappenmodell, das wir selber mal mit auf den Weg gebracht haben. Ist ein Aluminiumprodukt, also auch die Fenster sind mit Aluminiumrähnen und Echtglasfenstern mit Fahrzulassung versehen. Hier auch mit einer WBT-Verglasung, also mit einer Sicherheitsverglas, oder? Genau, Sicherheitsglas. Das hat alles, ist alles zugelassen für den Fahrbetrieb auch, hat alle Zertifikate. Und die Klappen und auch die Tür laufen auf dem gleichen Sortiment. Man sieht es, die Winkelrahmen sind gleich. Haben wir uns entschieden bei der Holzkabine, weil hier eben der Materialmix Aluminium zu Holz seriöser wirkt als jetzt ein KCT-Kunststofffenster zum Beispiel. Ne? Jutta, mach mal bitte auf. Das da? Ja. Jetzt sieht man auch schon, du hast eine Größe von 1,70 Meter. Was bist du? Knapp 1,67. Ja. Und das geht ja, ich meine, sie steht jetzt hier am tiefen Punkt. Ja, wir stehen jetzt hier deutlich tiefer und das Auto ist auch auf Klötze gestellt auf beiden Seiten. Aber deswegen gibt es ja hier den Gehilfen. Deswegen lasse ich das jetzt hier nicht los. Ja. Klötze, das heißt, das ist deine Hubstützanlage, die Klötze oder was? Ja, genau. Also die vermissen wir ein bisschen. Beim Concorde hatten wir die natürlich. Ja, aber dafür hast du hier riesen Vorteile. Ja. Du kommst ganz anders an auf dem Campingplatz, oder? Wir fahren selten auf dem Campingplatz. Aha. Aber im Concorde ja immer, oder? Stellplätze? Nee, wir haben auch mit dem Concorde freigestanden, aber da war das schon ein bisschen schwieriger. Aber was ist das für ein Fell? Das ist ein Schaffell. Ein Schaffell, ist das schön warm für draußen, ja, wenn es kalt ist, oder? Ja, und auch, das ist ja relativ klimaaktiv, also da kann man im Sommer und im Winter angenehm drauf sitzen. Aber wir nehmen es hauptsächlich für Lagerfeuer, Kuscheln und so. Okay, Stauraum habt ihr ja oben drüber das Bett, oder? Ja. Darüber. Okay, super. So, komm, wir gehen mal weiter. Ihr seid Fans. Ich zeig's mal gerade, mit was ich ja hier angereist bin. Da vorne im Morast, nee, in der Wiese liegt meine Suron. Da ist sie. Und da hat direkt die Jutta gesagt, was für ein hässlicher Kennzeichenhalter. Und die habt ihr ein bisschen modifiziert. Die Modifikation habe ich schon gesehen, muss ich sagen. Die kommt bei mir jetzt auch demnächst, wird sie eingebaut. Die hat dann auch Beleuchtung, hat Licht und so weiter und so fort. Die schönen kleinen Blinker. Die kleinen Blinker dran, alles in Ordnung. Damit auch endlich die Polizei was zu tun hat. Du hast auch die Fußstützenanlage hast du modifiziert. Ja, da sind andere Fußrasten dran, ein bisschen breiter sind. Ein bisschen breiter sind. Du kommst aus dem Rennsport? Nein, also hobbymäßig immer mal. Die war schwarz vorher? Das hier, ja. Die war beklebt in diesem Gelb, aber ich mag ja alle Motorradfarben, solange sie schwarz sind. Deshalb habe ich die Aufkleber abgemacht. So, du hast sogar welche bekommen, muss man fairerweise sagen, denn die ist ganz schwer lieferbar im Moment. Ja. Man kriegt kaum welche. Wie bist du darauf gekommen? Ihr habt die gesehen, glaube ich, im Urlaub, oder? Ja, wir haben sie in Lagos in Portugal am Strand gesehen, weil wir sehr lange schon nach was gesucht haben, wo auch zwei mitkommen können, weil nur ein Motorrad wäre irgendwie blöd, weil wir beide nicht hinten sitzen wollen. Und da kam in Lagos am Strand einer mit der Kiste im Wheelie an und da waren wir gleich sehr neugierig und dann haben wir sie bestellt. Sehr schön. Sie sind sehr leicht. Der Vorteil ist, wenn die Batterie draußen ist, aber ihr könnt das hier komplett absenken, oder? Ja, das geht runter bis hier auf diese Gummidinger, die sind dann am Boden und dann kann man sie einfach runterrollen. Wie das geht? Das Runterrollen, das... Nee, das Runterrollen, nicht einfach runterfahren. Das Runterfahren, so, müssen wir den Schlüssel beauftragen. Hier. Ach, den bist du ja selber, ne? Der Schlüsselbeauftragte. So, ist immer so krass, wie die gucken, wenn ich sage, mach mal. Dann, aber es geht ja auch darum, das ist ja Technik... Ah, das ist eine Sicherung oder was machst du? Ja, genau, wir entriegeln den jetzt. Das ist im Endeffekt die Sicherung, damit das System nicht dauerhaft im Seil hängt. Ja, dazu muss man es entriegeln. Jetzt hier ein bisschen fester, weil ich hätte ein bisschen erst anheben müssen. Ja. Aber ich bin der Jutta jetzt mal vorgegriffen. So, Airline-Schienen. Ja, da fehlen noch die Rücklichter. War ein bisschen Lieferzug, kann man hier liegen, aber sie sind leider heute noch. Hat der wirklich die günstigen Airline-Schienen genommen? Aber die halten. Die halten. Ja. Die machen das so. Das ist die Fernbedienung oder was? Das ist die Fernbedienung, ja. Genau. Achso, das ist der. Ohne Brille. So, soll ich mal gucken? Siehst du das noch? Ja, klar. Ich habe zumindest keine Sonnenbrille an. Warte mal.
Da sind die. Ich kann euch auch noch helfen. Ja. Du, wenn die alten Männer. Ist drin. Wunderbar, guck mal, danke. Danke. So, das da, das kommt aus dem. Ja, das ist eine zugelassene Hubwinde. Wir haben, also das Heben und Senken, wie ihr es jetzt seht, das geht mit einer zugelassenen Hubwinde. Wir lassen es jetzt mal runter. So, das Spannende an der Sache ist, zeigen wir euch das mal. Wir haben uns was einfallen lassen. Ich habe immer ein bisschen Angst mit Seilen. Ne? Ich bin so ein bisschen Sicherheitsfanatiker. Ne? Das heißt, wir haben hier diese zugelassene Hubwinde, die eine Fangeinrichtung hat, mit einem Doppelseil versehen. Und das zweite Seil läuft nicht ganz auf Spannung, nur auf leichter Spannung mit. Ne? Okay. Das heißt, es ist noch eine Sicherung, oder? Genau, das ist nur eine Sicherung. Wenn eins mal reißen sollte, du siehst jetzt, dass eins mehr Spannung hat, nämlich jetzt von deiner Seite gesehen das linke. Und damit ist gewährleistet, wenn eins mal reißen sollte, dass das andere sofort zur Stelle ist, ohne einen Versatz. Ne? So, und die Idee ist halt, also das ganze System aushängt. Jetzt sind wir ziemlich tief, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns nicht weiter. Es ist ja so, darf ich kurz was zeigen? Das Fahrzeug ist ja hochgradig geländegängig. Du stehst gerade hier auf einem kleinen Baumstamm. Ist das was dabei, was immer dabei ist, so eine kleine Baumscheibe? Ja, die Baumscheibe passt da vorne ins Handschuhfach. Nee, normalerweise auf der anderen Seite konnte man das sehen, vielleicht magst du mal drunter leuchten. Ja. Das sind die wir immer dabei haben, die gelben. Ja. Die haben wir immer dabei, die wiegen auch schon was, die kann der LKW auch ab und sowas kann man sich auch mal vor Ort suchen. Fahren wir mal hoch bitte. Tobi? Ja, probier mal. Wird schon schief gehen. So, geht's Tobi. Läuft hoch? Wunderbar. Also alles ist gut. Ja, habe ich natürlich nicht aufgepasst. Der tiefste Punkt ist ja normalerweise, wenn du abladen bist, auf einem Niveau, das vielleicht 20 cm unterm Auto ist. Und durch den Klotz sind wir jetzt eine wesentliche Ecke höher. Ne? So, ihr habt denn jeweils Sicherungen mit drin, das heißt, du fährst die vorne hier rein. Hast du das gebaut? Wir bauen die selber, ja, wir bauen ja alles selber. Also das heißt, selber entwickelt, selber konstruiert. Ne? Und das ist jetzt die Variante Hubträger für einen gerade abgeschlossenen Koffer. Da vorne haben wir eine Variante für einen schrägen Koffer. Da haben wir noch eine Variante für einen schrägen Koffer. Und hier, da kommen wir später dazu, haben wir die Variante für ganz Bekloppte. Da ist sogar eine Hubbühne, wo der kleine Smart draufsteht. Ja, was ziemlich cool ist, ihr habt immer so diesen Technikmix so ein bisschen drin. Viel LED mittlerweile verbaut. Die ganze Technik von dem Fahrzeug ist quasi wie bei einem Flugzeug abgedatet. Ja, es ist so, dass die LED-Lichter sich halt bewähren, weil sie klein sind und bezahlbar. Ne? Und deswegen benutzt man meistens LED. Ne? So, ihr seid schon unterwegs mit dem Auto eigentlich? Ja, wir waren im Winter schon 3 Monate unterwegs. Da noch ohne Heckträger und ohne Oberschränke, aber wir waren schon mal 3 Monate weg. Ihr seid schon Rentner, oder? Das würde ja heißen, dass wir Rente bekommen. Nein, wir sind noch ein Stück weg vom Rentner. Wir haben uns einfach erlaubt, aufzuhören mit Arbeit. Die Privatiers quasi. Sozusagen. Cool. Reisende nenne ich uns gerne. Man muss ja auch sagen, ihr habt sehr lange gearbeitet. Also ich meine, ihr wart nicht auf der faulen Haut. Freizeit war, glaube ich, Mangelware in der Vergangenheit, oder? Ja, ich war selbstständiger Unternehmensberater. Ich bin es eigentlich immer noch. Aber im Moment erlaube ich mir, eine Projektpause zu machen, die möglicherweise lange dauert. Teil 2, Jutta und Jürgen, die da sind, mit der Holzkabine. Bis gleich. Tschüss. Unternehmensberaterin, ja, das ist ein harter Job, weil man muss als Frau, muss man nämlich das Zepter fest in der Hand halten. Ich selber mache ja quasi auch so ein bisschen Unternehmensberatung bei uns im Saarland für über 80 Unternehmen, die alle vertrauen, dass ich so ein bisschen die Führung übernehme. Ist das so? Man muss wissen, was man tut, oder? Absolut. Und als Berater kriegt man keine Insignien mehr. Man muss Autorität ausstrahlen ohne Insignien, ohne Lametta, ohne Vorstandstisch. Sondern einfach durch das, was man tut. Und das ist die Herausforderung bei der Unternehmensberatung. Oh, ich zeige dich mal gerade, 1,68 Meter, eine Powerbündel, so muss man es wirklich sagen. Du hast hart gearbeitet. Gab es schon mal so einen Moment, wo du gesagt hast, Unternehmensberater, jetzt ist mal gut? Viele. Ich habe auch schon mal Kunden gesagt, na, wenn du eh nicht auf mich hörst, dann mach doch selber. Na gut, das sage ich den ganzen Tag. Aber ja. Ja, wenn die kommen, also ich meine, ich kaufe ja keinen Berater, damit ich es dann selber mache. Ja. Nee, aber auch nicht, damit er mir nach dem Mund redet. Das gibt's billiger, habe ich immer gesagt. Wenn du nur einen willst, der deine Meinung bestätigt, das gibt's billiger. Was hast du zum Beispiel gemacht als Unternehmensberatung? Nur mal ganz grob umschrieben. Organisationsberatung, Outsourcing, Insourcing, Merging, alles Mögliche. Ach so, du warst auch mal Merger. Also wenn Leute zum Beispiel das Unternehmen verkaufen möchten, berätst du dann? Nee, das nicht. Ich habe eher Post-Merging, die Integration der Prozesse, das habe ich eher gemacht. Das klingt alles sehr kompliziert. Du kennst dich aus, was hast du eigentlich gelernt? Du, ich bin gelernter Maschinenbauer von meinem Ursprung her. Ja, habe auch mal vorher ein Netzwerk aufgebaut für Energieholzvermarktung bundesweit. Und was? Energie? Ja, ich bin so ein bisschen seit dem 24. Lebensjahr eigentlich selbstständig.
schön. Und vorher? Vorher, soll ich mich jetzt outen? Ich habe ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium und habe aber nie in dem Arbeitsbereich gearbeitet. Also, ich bin Ingenieur und bin sofort in die Selbstständigkeit gefallen. Ja? Also ihr beide passt zusammen. Man muss auch sagen, so eine Beratung, wenn du sowas planst, ihr hattet Ansprüche, jeder andere hätte dich abgelehnt. Aber du hast dich hier wohlgefühlt, weil wirklich du da rangehst, du weißt genau, was du willst. Hat er dich verstanden oder war das so ein Prozess? Natürlich war es ein Prozess. Also ich war, als wir das erste Mal bei Tobias im Büro saßen, hat er gefragt, wann entscheidet ihr euch denn für mich? Und da habe ich gesagt, wir brauchen einen Projektpartner, dem wir vertrauen. Das ist für mich das A und O. Und das war die Entscheidung. Und weil wir hier halt alles aus einer Hand kriegen. Was ich cool finde, Understatement, also das Auto ist auf dem neuesten Stand der Technik. Du siehst von außen nicht, das war ja vorher beim Concorde anders. Ja. Das geht ja immer so durch als, ich sag mal, Autos der Reichen. Hierbei ist es so, wenn du nach Indien oder China fährst, hast du keinen Bock, dass das Ding aussieht wie ein paar Millionen, oder? Ja, absolut. Und das Feedback, was man kriegt mit so einem Auto, ist nochmal deutlich besser. Es war jetzt auch mit dem Concorde nicht schlecht, aber oft Ressentiments, oh, da kommen die Reichen so ungefähr. Hier ist das Feedback immer mega gut. Hier kommen die Armen. Nicht die Armen, aber die Coolen. Die Coolen. Hier kommen die Coolen und also das merkt man. Eins darf ich verraten, dieses Fenster kann man nicht öffnen, das Hochkant, das hat einen besonderen Grund, das werden wir gleich erst verraten, denn dahinter ist etwas ganz Besonderes, auf das du ganz großen Wert gelegt hast. Du hast nämlich gesagt, wenn ich irgendwie weg bin, dann darf es mir in einer Sache nicht schlechter gehen wie zu Hause, aber wir werden nicht verraten, was. Es gab mehrere und die sind alle erfüllt. Komm, wir machen mal weiter. Da ist noch ein Staufach, was kann das? Stau. Ja, zeig mal. Alles mal zeigen. Kann was verstauen. Ist das dicht eigentlich? Das ist, glaube ich, die Werkzeugkiste von meinem Mann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ist dein Mann nochmal? Holz? Was macht er? Mein Mann hat nicht so einen geradlinigen Lebenslauf wie ich, sagt er immer so schön, aber er hat unter anderem mal eine Parkettlegerfirma gehabt und ist von daher auch sehr holzaffin. Das heißt, er kann so Fischgrätenmuster, kann er legen? Absolut. Gut. Untergrund ist wichtig beim Parkett. Man muss sauber arbeiten, sonst wird alles schlimm, oder? Natürlich, natürlich. Okay. Und das Holz ist wichtig. Das Holz ist wichtig. Drehmomentschlüssel, der kleine, hast du gesehen? Genau, ist der Dreiviertelzoll. Der Dreiviertelzoll. So, die nächste Kiste, wenn du gerade dabei bist. Da sind die Batterien drin. Ja. Die Fahrbatterien oder die Aufbau? Die Aufbau sind innen drin. Ja. Hier sind die Fahrbatterien drin. Darunter sind die Fahrbatterien. Das sind die Auffahrkeile. Den einen haben wir ja gerade. Zeig mal bitte den anderen, dass man das mal sieht. Der andere, ich möchte nicht hier drauflegen, aber. Die können beides. Du kannst damit die so als Wegfahrer kannst du verwenden, oder? Ja. Und auffahren. Ja, genau. Sind die gut? Also wir finden sie super. Sie haben ein gewisses Gewicht, sie können die Last ab und sie sind eben flexibel in 4 Stufen erhöhbar. Und der Hersteller, zeig mal bitte gar mal in die Kamera, dass wir das mal sehen. Ja, ich klingel, es tut mir leid. Nee, ist kein Problem. Was soll ich zeigen? Einfach mal gerade den Aufkleber von den Auffahrkeilen mal in die Kamera halten, dass man das mal sieht. Das ist also ein quasi, man kriegt sowas aus Amazon, oder? Ja, das ist ganz normal bei Amazon bestellt. Nichts Besonderes. Das ist nämlich gedacht für ganz normale Wohnmobile, die da sind. Das hier ist eine Filteranlage. Was ist das? Diesel? Das ist wo? Ach da, das ist der HUD 600. Das ist, genau, das ist Dieselfilter. Der HUD 600, genau. Das hat sie gewusst aus dem FF. Ja, das weiß sie. Die hat einen Plan, die Frau. Nee, es ist ein Kraftstofffilter, der... den es nur bei uns gibt, haben wir tatsächlich lang rumgemacht mit einem großen Lieferanten, dass er das für uns macht. Das Interessante an diesem Gerät ist, er filtert nicht nur den Diesel vor, hat nicht nur eine Wasserabscheidung, sondern hat ein biomikromes Filterelement, was die Bakterien für die Dieselalgenentstehung tötet, also die sogenannte Dieselpest. Und weil viele Leute haben die länger stehen mit den Fahrzeugen, hat man ab und an mal das Problem dieser Alge, die dann die ganzen Filter dicht macht und den Motor zum Stillstand quält und das System filtert dauerhaft nicht nur den Schmutz raus, sondern hygienisiert den Kraftstoff. Großes Kino, ja. Genau. Du kennst dich ja jetzt gut aus, das Thema, ich sag mal, Langfristigkeit auf Weltreisen. Da gibt es eigene Bücher, die geschrieben werden, auf was man alles achten, was man dabei haben muss. Du hast unter anderem ein Notfallkit dabei für die wichtigsten Sachen. Du kannst deinem Mann zum Beispiel ein Bein abbinden, oder? Ja, wir haben natürlich eine Medizinkiste. Also wir haben jetzt nicht diesen Notfallrucksack, den manche so haben, den man greift, wenn man gerade den Pamir Highway runterfällt. Aber wir haben schon ein bisschen Medizinzeug dabei, Verbandszeug und sowas schon. Weil auch für die Hunde, das ist schon wichtig. So, ich mache mir keine Sorgen mehr um dein Leben. Das heißt, der Defibrillator, der ist an Bord.
Ja, ja. Ich habe auch. nein. Aber ich habe jemanden, der wirklich schmerzfrei mir auch meine Löcher zumachen würde. Ja. Ich hätte die Schmerzen dann wohl eher. So, hier ist eine Klappe. Was ist das? Das ist sozusagen eine Serviceklappe für die Heizung. Ja. Und da guckt man praktisch hinter die Küche. Boah, wie cool! Weißt du, kommst überall ran. Ja, da unten ist die Heizung, da wo du gerade hinguckst, das ist die Rückseite vom Backofen und ein bisschen links ist die Rückseite vom Kühlschrank. Aber was ist das für ein Modul, das grüne? Keine Ahnung. Gas. Gas. Ja. Gott, Gas. So. Die, das ist eine modifizierte Truma-Heizung, die ihr anbietet. Das ist wieder die RX, die wir vorhin schon mal hatten heute. Also es ist unsere RX. Ist ähnlich. Ist im Prinzip von der Bauform der Truma sehr ähnlich. Ist ein Modell, was wir momentan recht häufig verbauen, weil die Truma schwer verfügbar ist. Und das hat sich auch bewährt jetzt in den... Ist von den Funktionsumfängen genauso, hat eine Strompatrone dabei, also kann auf 2 kW Wasser, Warmwasser und auch... Also ist eine Truma, aber kein Truma. Genau. Cool. Ja. Das ist... kann man sagen. Ja, ihr habt euch ja informiert, die funktioniert gut, die Heizung? Wir waren im Winter unterwegs. Ist halt, wenn sie auf Diesel läuft, muss sie halt dann mal noch mal auf Volllast laufen, damit sich frei brennt. Das mussten wir lernen, aber ansonsten alles gut. Lernen heißt was? Sie ging dann nicht mehr, oder? Weil wir es erst nicht wussten, aber ließ sich eben fixen und jetzt wissen wir, dass, ich glaube, den Heizstab haben wir ausgetauscht. Den Glühstift, ja. Den Glühstift neu gemacht. Mhm. Das ist ganz wichtig bei Dieselheizung, ruhig mal brennen lassen. Das gilt auch für die Luftheizung. Ruhig mal, genau. Nicht immer nur auf Stufe 1. Richtig, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, alles was geht und dann stattdessen alle Fenster aufreißen und durchheizen. Alle 4 Wochen, kann man sagen? Ja, so wurde es uns gesagt. Ich habe ja noch nicht begrenzte Erfahrung damit. Ich würde es einfach tun, alle 4 Wochen. Ich habe eben deine Frau gefragt, Fischgrätenmuster kannst du legen? Ja, klar. Ja, klar, sehr schön. Mach mal zu, bitte. Ja. Die Klappe, ist sie auch in dem Holzaufbau oder ist es die Wand nur? Ist die Klappe aus Kunststoff? Was ist das? Die Klappe ist aus Aluminium, ne? Mit einem PET-Isolationselement. So, jetzt... Also. Das ganze Thema, hier vorne steht da drauf, das ist eine Holzkabine. Ja. Was ist denn da für eine Beschichtung drauf? Das ist keine Beschichtung, das ist eine Folie. Das ist eine diffusionsoffene Folie. Das heißt, ist das sowas wie ein Regenmantel, den ich habe, der, ich sag mal, es geht nichts rein, aber raus? Ja, es ist nicht ein Friesenherz, der Gummi beide Seiten, sondern eine hoherwertige Regenjacke, die auch den Schweiß ein bisschen rauslässt. So, wir gehen mal rein. Dann werden wir das Ganze mal sehen. Hier vorne ist die Trittleiter abschließbar, damit auch ja keiner aufs Dach kommt. Ihr habt Seiten, Solar, da vorne ist noch eine Blink. Hast du gesehen, da ist eine Spinnenwebe auf deinem Blink. Das heißt, die löst dauernd auf. Unglaublich. Nein, die ist im Moment nicht auf Bewegungsmeldung. Das wäre hier auf der Abenteuerallrad, glaube ich, keine gute Idee. Sehr schön. Hat er jetzt einen Cut? Hat er einen Nein, aber die letzten Modelle tatsächlich dieser Reihe, die wären auch nachrüstbar mit dem Dieselpartikelfilter. Cut hat er nicht, AdBlue hat er nicht, der hat auch noch die maximale Weltreisetauglichkeit. Also das heißt, es ist noch ein komplett mechanisches Fahrzeug. Kann ich hier auch andere Sorten als Diesel tanken? Also zum Beispiel hier? Ja, du könntest jetzt natürlich jeden schwefelhaltigen Diesel, den du, sagen wir mal, bevorzugt. Also du kannst mit dem AdBlue-Fahrzeug diesen EN-zertifizierten schwefelfreien Kraftstoff, kriegst du nur bis in die Türkei. Wenn du in den Iran fahren willst oder weiterfahren willst oder über Mauretanien hinaus, kriegst du den Kraftstoff nicht mehr. Ne? Und für die absolute Weltreisetauglichkeit ist natürlich so ein Fahrzeug immer noch eine kleine Ecke besser als ein moderner, der schwefelfreien Diesel und AdBlue. Jutta, Jürgen, ich brauche euch. Hier vorne ist eine Sackmarkise, was ist das? Ja, das ist eine Sackmarkise, ganz cool. Normal, 2,70 Meter, so viel passt ihr dazwischen. So, ihr habt überall Airline-Schienen, ihr könnt alles anhängen, was ihr wollt, das ist ziemlich cool. Geh mal hoch bitte, geh mal vor, dann gehe ich mal rein. Da sind 2 Hunde drin, ne? 2 Hunde. Sind die scharf? Scharf, die Hunde, oder? So, die sind brav, höre ich gerade. So, du kommst gerne mal mit, denn ich habe viele Fragen an dich, weil du bist ja natürlich der Handwerker im Haus. Das Ganze habt ihr von Tiger Expat. Habt ihr euch das ausgesucht oder war das die Empfehlung vom Tobias? Das haben wir uns ausgesucht und auch damit sind wir sehr zufrieden. Also wir haben praktisch ein ziemlich großes Elektropaket von denen. 4 Lithium-Batterien mit 160 Amperestunden. Das ist der Multiplus, der 3000er, der Wechselrichter. Langt. 100, und wir haben 1600 WP auf dem Dach. 1,6 kW. Korrekt. So, und was kommt da raus effektiv? Na, das Höchste, was wir mal hatten, war etwas über 900, glaube ich. Ne? Ja, 1000, ganz grob. Ja, knapp 1000. So, geh mal gerade nach links bitte. Ich zeig mal eure Küche, denn
das ist eine Küche wie zu Hause. Man fühlt sich wie zu Hause hier? Ja, total. Es wird ja auch unser Zuhause. Deshalb mussten wir auch ein bisschen Wert darauf legen, dass es sehr wohnlich ist. Und auch diese Großräumigkeit war das wichtigste Ziel eigentlich für uns. Ja, das Coole ist, es atmet, es ist nicht sehr heiß drin. Draußen sind bestimmt 30 Grad, die gerade drin ist. Hier drin hast du nicht dieses Problem, was du hattest im Concorde oder Morello, dass der sich so schnell aufheizt. Das ist nicht der Fall, oder? Ja, beim Concorde hat man eine Klimaanlage, muss man dazu sagen. Aber hier das Holz ist doch schon sehr angenehm und wir haben jetzt noch so einen kleinen Lüfter an. Aber wir kriegen auch noch eine Klimaanlage. So, und da unten ist der süße Kleine, der heißt wie? Das ist die Juna und das ist der Ben. Der Ben. Die Juna. Mädchen, Junge? Nee. Das ist der Ben und die Juna. Die Juna. Mädchen. Und das passt? Die ja, vertragen super. Sich? Ja. Die vertragen sich super. Die sind noch im Inbegriff ihrer Kräfte? Nein, er hatte leider ein paar Zysten und hat deshalb seine Intaktheit eingebüßt. Sehr schön. Hier vorne habt ihr die Dusche. Das ist sehr pragmatisch gelöst. Der klappert nichts. Ja. Da ist ein Vorhang mit dabei. Besser geht's nicht, oder? Ja, super. Also da fehlt noch ein Oberschrank, dann ist fertig. Wir hatten da ein etwas komplizierteres Tür-Tetris, sage ich mal, geplant. Jetzt haben wir den Vorhang und das klappt so hervorragend, dass wie so oft ein Provisorium super ist und bleibt. Du kannst mal bitte alles mal an Licht anmachen, was du hast. Ja, damit ich mal ein bisschen mehr... Mach mal vorne erstmal an. Küche und... So, hier ist die Fernbedienung. Indirektes Licht hast du eingebaut. Ja. So, das hier erinnert mich so alles so ein bisschen an Bimobil von den Farben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, echt. Also sind tolle Farben, aber sehr, ich sag mal, sehr zeitlos. Das heißt, du bist hier nicht so unterwegs, den Trends hinterher eifern ohne Ende. Das brauche ich nicht. Wir wollen es gemütlicher. Genau, also wir wollen warme Farben, deshalb diese Rottöne. Ursprünglich hatten wir ja auch eine andere Außenfarbe geplant, aber wir haben uns ganz klar dann auch für hier drin weiter in den ursprünglichen Farben, die wir uns dann da ausgesucht hatten. So, das da ist ein Schnitzmesser, hast du angesetzt? Das habe ich dir jetzt nicht verstanden, was ist das? Ob du dein Schnitzmesser angesetzt hast? Nein, also das ist also tatsächlich etwas nicht von uns, das ist von dem Alexander Fürst. Das haben wir im Internet entdeckt und das ist mit einer CNC-Fräse gefräst. Diese Hohlräume sind dann mit Epoxy, mit einem lumineszierenden Anteil gemacht worden. Ach, das gefüllt. Eben? Ja. Und das, das ist komplett gefillert, oder? Ja, und deshalb nachts, wenn man dann also hier im Dunkeln ist, sieht es aus wie eine Häkeldecke. Es leuchtet? Es leuchtet. Also nee. Es ist total super. Also wir sind total begeistert. So, ich glaube, ich muss gleich nochmal die Kamera wechseln, weil jetzt merke ich auch so langsam, es wird trotzdem warm. Ihr kriegt eine Klimaanlage in den Staukasten, was kriegt ihr? Die Klimaanlage kommt da hinten rein, eine Dometic Komfort irgendwie. Staukasten, oder? Ja, da hinten, in die Heckgarage. Mhm. In die Heckgarage und die holt sich von unten Luft. Okay, so. Ihr habt ein Stromaggregat, habt ihr an Bord oder langt die 1 kW? Wir haben bis jetzt, wir haben in Zukunft eins mit, es steht im Moment zu Hause, aber wir werden es mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht benötigen. Mhm. Also die Leistung durch die 1600 WP vom Dach reicht. Wenn halt die Klima laufen lässt, dann das ist, glaube ich, der größte Stromfresser. Ja, es reicht, wenn die Klimaanlage 2-3 Mal am Tag eine halbe Stunde läuft. Und dafür sollte es reichen, weil meistens ist ja Hitze und Sonne parallel. So, ihr habt alles selber gebaut. Was kam denn angeliefert? Der Boden war schon drin? Nein. Also angeliefert kam eine Holzkabine, im Prinzip wie hier oben. Ja. Leer mit den Fenstern und den Klappen drin. Achso, hier ist original oben noch. Ja, es ist nur mit einem Ölwachs-Finish bearbeitet worden. Also das ist einmal geölt mit einem Hartwachsöl und ich wollte es möglichst natürlich lassen. So. Also, so, dann hast du ja alles. Also Tobias hat schon erwähnt, der Ausbau ist seiner ebenbürtig. nee, wirklich, das hat er nicht so oft. Also, dass das so perfekt ist. Oh, danke. Also ja, die anderen waren auch schon sehr gut, aber das hier war nochmal eine Schippe besser. Die Fenster, Echtglasfenster. Ich habe ein sehr breites Fenster, aber nicht so hoch. Das geht ja normal mit Dometic, ist das ein bisschen schwierig. Aber hier hast du ja Echtglasfenster. Das klappt gut mit dem Öffnen. Zeig mal bitte. Ja, wir sind also mit den Fenstern zufrieden. Zufrieden oder sehr zufrieden? Sehr zufrieden. Also wir wollten eben etwas mit viel Licht, was jetzt durch die Sonne ein bisschen beeinträchtigt ist, weil wir die andere Seite zu haben. Wir wollten ganz viel Licht. Ja. Das ist uns sehr. Wir können es ja jetzt trotzdem trotz der Sonne mal aufmachen. Man hat ja auch schlechte Tage, wenn man unterwegs ist, also Regentage. Und wenn man dann hier drin sitzt, wollten wir in alle Richtungen freien Blick haben. Also das ist schon eins der Grundprinzipien gewesen bei der Entwicklung. So, zeig mal gerade hier unten drunter sind Schränke, was da drin?
In diesem Schrank ist eben die komplette Elektrik. So, genau, haben wir eben schon kurz gezeigt. Die rechte Seite noch nicht. Da halte ich mal gerade drauf. Warte mal, ich mache mal gerade meine Lampe an. Dann sieht man auch ein bisschen was. Was ist da drin verbaut? Also hier ist im Prinzip der Elektrikteil von wie kriege ich Strom? Ja. Also es wird an 12 Volt unten in den Batterien gespeichert. Die sind unter dem Brett. Aber alles, was von außen kommt, ob es Solar ist, ob wenn wir Außenstrom hätten, das wird hier eben verteilt auf verschiedene Stellen, die ich im Auto habe. Mhm. Und ja, das ist im Prinzip ein kleines Hauskraftwerk. Also du hast Solaranlage, du bist komplett autark. Ja. Das ist ja das, wovon viele träumen zu Hause, die ja so viel Verbraucher haben, dass es eben nicht funktioniert. Dann habt ihr hier ein Schlüsselbrett. Hast du es selber gemacht? Nein, das ist also tatsächlich... vielleicht könnte ich es, aber es war günstig und war, ja. Wir fanden es super schön. Aber was ist dahinter? Also hier, ich hatte das Problem mit offenem Stauraum. Wir haben ja zwei Hunde und wir müssen Dinge möglichst schnell im Zugriff haben. Und dann sind hier Hundeleinen nochmal zusätzlich. Für warmes Wetter sind hier Hüte meistens Hüte. Dahinter. Ach, das fällt so runter. Das muss ich mir reingucken. Genau. Wir haben meine Frau hat hier, also Jutta hat hier unten... Leiband mit eingenäht, sodass es eigentlich immer ganz nett aussieht. Sie kann nähen? ja, definitiv. Also die Vorhänge, alles ist von ihr gemacht. Also, auch der da? Auch der da, ja. Boah. Also es gibt ja viele Fliegen- oder Mückenschutzlösungen, die uns alle nicht gefielen. Und dann haben wir uns für so einen dünnen Stoff entschieden. Weil es einfach netter aussieht. So, hier ist die Blink-In-Kamera übrigens. Ja, genau, das ist die Hundeüberwachung. So, du magst mal kurz auf deine App gucken, wie viel Grad wir haben. Nee, brauchen wir gar nicht. Hier drin ist es, wir haben also jetzt im Moment, wie viel Grad haben wir denn jetzt? Innen haben wir 31 Grad. Also bin ich mal gespannt. Stimmt das? Ja, das ist für hier drin. Cool. So, hier vorne hast du Messerchen und so weiter drin. Die Wand, die Küche habt ihr ja vorher gezeichnet. War das so eine Kinderzeichnung oder hast du direkt am Rechner? Ich habe mit SketchUp alles gemacht. Ja. Und ich kann es auch nur empfehlen, also es ist mein erster Ausbau in dieser Größenordnung und man macht zu viele Fehler, wenn man das nicht sauber zeichnet. So, Victron Energy lässt grüßen. Deine Frau, der absolute Technik-Freak, da ist eine App drauf. Hier sieht man die, genau, das ist... ja, das ist eine Victron-App. Ich habe einen Raspberry Pi installiert und da sind auch die Tankfühler dran. Hier sieht man hier unten Wasser, Abwasser und hier sind die Temperaturfühler im Elektroschrank. Da ist es ganz schön warm, wie man sieht. Ach, das siehst du auch? In der Heckgarage, das siehst du auch aus der Ferne? Ja. Das kann ich auch. Du kannst irgendwo 100 Kilometer wegsehen, dann siehst du das. Das hier ist die Remote-Konsole und die kann ich auch von irgendwo aufrufen, solange der LKW Internet hat und ich Internet habe. Mhm. Kann ich das von überall sehen. Boah, war das schwer am Anfang? Weil ist ja doch sehr viel Technik. Ja, also die eigentliche Elektrotechnik hat ja mein Mann gemacht. Ich habe da nur die Elektronik noch dazu gemacht und ein paar Tipps. Aber ich bin da auch hier vom Tiger XP-Team gut unterstützt worden. Es hat gut geklappt. Ja, 2000 Stunden. Wann habt ihr angefangen mit dem Auto? Gekauft haben wir den LKW als Feuerwehr im April 20. Den eigentlichen Ausbau, Innenausbau haben wir angefangen im März letzten Jahres. Spritverbrauch, was nimmt der? Ach, 20. Sagen wir mal eher Richtung 25. Der steht ja mehr, als er fährt, oder fahrt ihr viel? Im Moment wird er noch fertig ausgebaut, dann steht er, aber wir sind auch schon 3 Monate gefahren. Wir haben so 10.000 Kilometer sind wir schon gefahren. Okay, 10.000 Kilometer, lass mal überlegen. 25 Liter auf 100, 250 Liter pro 1.000, 2.500 Liter, also 5.000 Euro kosten 10.000 Liter im Moment ungefähr. Ja, ich habe jetzt nicht mitgerechnet, ich glaube dir mal. Ist ja einfach, bei 2 Euro brauche ich nur verdoppeln. Das ist auch die größte Kostenposition bei der Langzeitplanung. Bei der Langzeitplanung sind die Spritkosten im Moment noch. Gibt ja Länder, ist viel billiger, muss man sagen. Im Iran glaube ich 6 Cent oder sowas, ne? Aber da muss man erstmal hinkommen. So, 2 Hunde, die müssen Auslauf viel haben oder geht's? Doch, wir sind heute Morgen schon 1,5 Stunden durch den Wald gelaufen. Sehr schön. So, Trenntoilette, die kleine Version mit Sitzhöhe, original wie zu Hause? Ja, so ungefähr. Das ist eine Standard Separate Tiny, heißt die, glaube ich. Ist richtig. Ach, die Tiny. Das ist die Tiny. Ja, die ist aber ganz schön groß für eine Tiny. Ja, für Tiny House. Ich glaube, es heißt einfach, dass sie in ein Tiny House passt. So, da vorne hast du das Klopapier. Das Klopapier habt ihr reingefräst, eine Nut. Ja. Dass das da vorne reinkommt. Da vorne hast du dann so Taschen ganz pragmatisch gemacht. Habt ihr da schon ein bisschen rasiert und so? Hast du mal geschminkt? Ja, klar. Alles.
Ist da Licht drin noch mehr? Ja, das ist aber gerade an der Aufladestation. Okay, das ist drahtlos. Ja. So, dann hier drunter, was hier drunter noch? Da drunter? Ja. Da ist halt auch noch eine Klappe drunter. Und Stauraum? Da kommt man nur so nicht so gut dran. Da ist noch ein bisschen Stauraum, da ist noch das zusätzliche Polster. Mhm. Also wir können den Tisch noch absenken. Was hast du denn da noch für einen Topf? Das ist ein Elektro-Schnellkochtopf. Das ist die Elektro-Backup-Lösung, falls mal mit Gas irgendwas ist. Die Kartoffeln können dann schnell gekocht werden. Genau. Da drunter ist eine Schublade? Sorry. Da ist eine, mach das mal auf. Das ist unsere Elektro-Schublade. Da ist das Equipment. Hast du auch eine DJI Mini? Ja, ja klar. Ja, also auch wieder meine Frau. Und das ist eben Elektro. Darunter ist noch ein großes Loch. Da wird in Zukunft noch eine Schublade entstehen für Müll. Also wir wollen gerne den Müll auch etwas trennen. Und das Hundefutter soll auch noch ein bisschen netter verpackt werden. So, sehr schön. Hier vorne, guck mal hier, die kraxeln außen rum und filmen. Überall. Krass. Cool. Ja, hier vorne ist der Durchstieg. Habt ihr schon mal durchgestiegen? Ja klar, ja, also jeden Start. Es ist jetzt nur leider nicht so viel zu sehen, weil meine Frau ja handwerklich sehr begabt ist. Haben wir da einen Schaumstoff und den hat sie mit einem Neoprenstoff ummantelt und den können wir von der Fahrerseite aus so reinklicken. Mhm. Sag mal, hier drunter ist noch was unter der... Ja, da drunter ist noch was. Wir sind der Meinung, dass Autarkie relativ wichtig ist und beim Essen oder bei den Getränken anfängt. Darf ich mal reingucken? Getränke. Gerne. Getränke. Krombacher Radler, alkoholfrei. Ja. Ihr trinkt aber auch Wein, sehe ich, oder? Schon mal. Ist er auch alkoholfrei? Ja, aber das ist eigentlich das, was wir lieber mögen. Was ist das da? Das ist Gin. Gin mit was? Gin mit, je nachdem, wir haben hinten noch ein paar Tonic, verschiedene Sorten. Der Vorteil, es geht viel schneller. Das ist der in jeglicher Hinsicht. Man kann ja einfach nach einem Getränk aufhören, wenn man nicht das Ziel hat, allzu viel zu trinken. So, hier vorne habt ihr einen Kühlschrank. Ist das jetzt ein Haushaltskühlschrank oder ist der modifiziert auf einen 12 Volt? Das ist modifizierter. Das heißt, der Kompressor ist 12 Volt, aber der Kühlschrank selber ist Haushalt. Ist ein Haushaltskühlschrank, der umgebaut worden ist. Von der Firma Belluna. Belluna. Ja. Mach mal auf, bitte. Ich will mal sehen, was ihr alles da so drin habt. Denn ihr kennt ja meine Videos. Da ist zum Beispiel Hundefutter aus dem Edeka. Die mögen das aus dem Edeka? Das ist der Junk-Anteil. Also das ist nur ein kleiner Teil, damit sie es noch lieber fressen. Davon kommt nur so eine homöopathische Dosis obendrauf. Das seid ihr gern meinen. Ja, das eigentliche Hundefutter ist da unten drin und das ist Trockenfutter-Lachs. Bio-Champignons. Hast du gewusst, dass dieser kleine, leichte Flaum, dieser weiße, der ist gar nicht schlimm, das ist kein Schimmel? Nee. Bei uns ist das nicht so schlimm, da ist kein Fleisch dran. Ich bin Veganer. Du bist Veganer. Und du? Teilzeit-Veganer. Es ist ja auch noch Schinken drin, das ist aber so ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Schinken ist noch drin. Also ich esse für meinen Teil deutlich weniger als früher, seit meine Frau Veganer ist. Ich mag das Essen, was sie kocht, also esse ich mit. Ist auch eine Frage der Zubereitung. Also wenn man das lecker macht mit allem drum und dran. Ja. Das heißt, du nimmst schon Zusatzsachen? Nein, überhaupt nicht. Brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Wofür? Also ich behaupte einfach, ein Veganer braucht keine zusätzlichen Stoffe. Wenn man sich vernünftig ernährt, eben auch mit Obst und Gemüse, dann ergibt sich das. Ja. Also wir machen viel Sport oder haben viel Sport gemacht. Jetzt in der Ausbauphase ist das... Was macht ihr Sport? Laufen. Ja, meine Frau ist eine super Läuferin. Ich darf dann auch mal, mal mitlaufen. Ich bin eigentlich Rennradfahrer. Rennradfahrer, jetzt warte mal. Kannst du oben mal aufmachen? Ihr barft ja nicht, oder? Nein. Das ist gut so, Froster. Der macht so kalt, es geht, oder? Ja. Machen wir schnell wieder zu. Ganz klar. Also so, das ist dann, oben da ist oben ein Filter? Ist, das ist die Steuerung. Von dem Kühlschrank? Von dem Kühlschrank. Man kann bestimmte Modi einstellen. Ich muss gestehen, ich weiß, also wir haben einen eingestellt, der funktioniert fertig ist. Also damit haben wir uns noch nicht weiter beschäftigt. So, der zieht wahrscheinlich wenig Strom. Dann habt ihr einen richtigen Tedford, einen Triplex mit Ober- und Unterhitze. Ja. Das ist ganz gut. Das heißt, du kannst da richtig, hat ja nicht mehr jeder heute. Ja? Ja. Wenn du da so einen Kombi-Tower holst aus dem Concorde, der neue hat's nicht mehr. Hatten wir ja auch. Es ist schon ein massiver Unterschied. Jutta macht im Prinzip circa jeden dritten Tag backt sie Brot. Das geht ganz hervorragend. Ein Thermomix, oder? Nein, du machst selber Brot? Ja. Das habe ich gestern Abend gebacken. Ist jetzt gefaked. Du hast wahrscheinlich gekauft, hat genau da reingepasst. Ja, genau. Ist gestern Abend frisch gebacken. Aber was ist denn der Trick, damit es nicht so mastig wird? Indem man mehr Wasser rein, länger gehen lassen.
Okay, also mehr Zeit. Mehr Zeit. Okay, das ist so. Was ist da drin eigentlich? Das ist Dinkel, Vollkornmehl, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Haselnüsse. Boah, das heißt, du weißt ja, Kohlenhydrate muss man schon erarbeiten. Das ja. Ist dann ich war ja auch schon anderthalb Stunden im Wald mit dem. Was im Wald? Was ist da drunter unter dem? Das hier ist unser Lieblingsfach. Ah, oh, Süßigkeiten. Nee, Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Was ist das für ein System? Ach so, der malt. Der malt. Das ist ein Vollautomat. Okay. So. Mit Auszug nehme ich an, damit du ordentlich befüllen kannst. Genau. Du bist ja auch, sag mal, du warst ja eigentlich nur Parkettleger, aber Holz ist Holz, oder? Was ich genau bin, kann ich nicht sagen. Also ich behaupte immer, ich bin Handwerker. Allrounder. Ja, also und sowas wie eine Kaffeemaschine, also ich Kaffee-Junkie bin ich nicht, aber ich möchte gerne schnell meinen Kaffee, wenn ich mich entschieden habe. Nein, ich meinte jetzt den Schwerlastauszug, wie du das eingebaut hast. Das ist schon sehr zweckmäßig. Du kommst da super ran. Ja, also gar keine Frage. Also wenn ich die Schublade komplett auslösen möchte, brauche ich nur von unten drunter greifen und könnte den rausnehmen. Es ist ein bisschen kompliziert, weil die Kaffeemaschine schwer ist, die muss erst raus. Aber die Auszüge sind schon ziemlich gut. Lithium, wo sind die Batterien? Da unten drin. Da waren die drin. Wie viel habt ihr? 4 mal 160 Ampere-Stunden okay. Auf also 12 Volt. Auf 12 Volt. 640 Ampere-Stunden auf 12 Volt. Gut, ist ein bisschen eng, aber man kommt mit hin. Bedeutet natürlich in Verbindung mit der PV-Anlage schon ein Hammer. Dann habt ihr Ladebooster mit drin, der ladet während der Fahrt? Ja, das geht auch. Also da kommt nicht so wahnsinnig viel bei rüber, weil so eine Lichtmaschine von so einem alten LKW hat auch mit sich selbst zu tun. Aber wenn wir länger fahren, dann bringt das auch noch was. Sag mal, Regentage, 200 Watt kommen da raus? 35 Ampere auf 4, ja, genau. Es passt ziemlich gut, sogar noch mehr. 400 Watt kommen. 400 Watt, wenn es bewölkt ist. Na gut, wenn man den Motor anmacht. Also wenn den Motor anmacht. Aber jetzt PV-Anlage, leichte Wolken, kommt da noch was an? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, von Sonnenaufgang an hat man, also auch bei Bewölkung, knapp unter 100 Watt. Mhm. Und an einem bewölkten Tag bis zu 400 Watt. Jürgen, wenn du mal gerade hier aufmachst, bitte, dann haben wir Durchzug. Weil es ist so warm, schön, ist so schön luftig hier drin. Also das ist angenehm. Du hast eben... Eben hast du beschrieben, dass das Thema Raumklima, das ist wie zu Hause, besser wie zu Hause. Genauso gut, wir haben ein Holzhaus, also von daher ist das schon ähnlich. Wir kamen vom Holz, also wir haben unser Holzhaus gerade verkauft und es ist ähnlich gut. So, ja, nur ein Hartglasfenster drin, da kommt man auch so schnell erstmal nicht rein. Dann was Besonderes, ihr habt ein Längsbett, die meisten haben ja Querbetten, weil die Breite wird es ja hergeben, aber dadurch kannst du andere Grundrisse realisieren. Das heißt, ihr habt ja mehr Platz für irgendwelche Sachen, die ihr noch verstauen könnt und so weiter. Schläft sich gut? Habt ihr was Gutes eingebaut? Super, wir haben eine sehr gute, sehr teure Matratze und schläft sich super drauf. Boah. 18 cm. 18? Echt? Das ist ja wie zu Hause. Nee, besser, oder? Ja, wir kommen vom Wasserbett, aber... So, das ist das Mesh unten drunter, damit man, wir haben keinen Lattenrost, nichts drunter, das ist ganz super. Gut, ist ja Holz drunter, ansonsten schimmelt es, aber bei 18 cm wird es schon schwer, oder? Ja, ja, also die Rausen reintragen ist ein Akt. Sag mal, auf der linken Seite ist da noch ein Topper drauf, oder? Das ist schlicht und ergreifend die Bettwäsche. Die Bette, oh, ihr habt das. Ja. Jetzt haben wir gerade das schöne Ding zerstört. Ja, das macht nichts. Das andere. Aber wenn ihr unterwegs seid, viele Dinge lernt man ja erst, wenn man fährt, was irgendwie verbessert werden könnte. Was würdet ihr jetzt anders machen? Also zugegebenermaßen nicht viel. Wir haben sehr, sehr viel geplant und das hat sich auch bewährt. Ich muss gerade überlegen, was machen also wir wirklich unsere? Unsere Duschvorhanglösung hat sich sehr bewährt. Und die war super. Es war, was wollen wir anders machen? Im Moment nichts. Eigentlich gar nicht. Fertig werden möglichst schnell. Da ist ein Duschwanne drunter. Das muss man den zumachen eigentlich oder geht's, kann man auch duschen ohne? Man muss zumachen, sonst würde man hier die Gegend fluten. Der geht einmal ganz komplett rum, hat da und da noch einen Magneten. Hier ist ein Magnet, da ist ein Magnet. Und dann hat man 78 x 78 cm. Das ist super. Ja, und wenn er ihn nicht braucht, ist der Hund, hat er sein Lieblingsplätzchen. Ja, genau, Ben sein Platz. Das darf man nicht vergessen. Das ist auch in der Planung also ganz wichtig gewesen. Und das ist Bens Aussichtspunkt. Da kann er auch wunderbar rausgucken. So, das war das Fenster, was wir eben so cool anmoderiert haben. Mache den Vorhang davor, wenn ich dusche. So, du bist eine Frau, die ist bei dir auch schon mal so praktisch Anzug. Im Geschäftlichen war das drin gewesen oder warst du immer locker? Ja. Ich war Unternehmensberater in der Versicherung, klar war es.
Aber ich habe noch einen ganzen Schrank voll hohe Schuhe und die werden jetzt wohl irgendwie einen neuen Besitzer finden, hoffentlich. Das ist so. Das heißt, man muss sich erinnern, wenn du eine schicke Frau bist, schminken, wie sieht es da aus, wenn du unterwegs bist, eine leichte Schminke morgens? Oder was? Ich habe mich noch nie viel geschminkt, immer schon nur ein bisschen, und ich finde das ganz gut, dass das jetzt auf dem Camping gar nicht mehr so das Thema ist. Also Körperpflege ist genauso gut wie früher, aber würde ich mal sagen, aber anmalen habe ich noch nie viel gemacht. Ich bin auch aus dem Alter raus. Frauenarzt, wenn ihr unterwegs seid, wie machst du das? Wenn der da, also sag mal, 2 Jahre weg, es gibt irgendwo immer einen. Ich habe mir sagen lassen, dass es weltweit Frauen gibt und auch weltweit Frauenärzte. Kein coole, Problem. Coole Antwort. So, das ist so. Aber dieser Tisch ist schon cool. Ja. Du merkst, Soll ich will schnell ablenken. Kann ich dir den Schrank da hinten zeigen? Ja, bitte. Wenn du es schon sagst. Also weil das muss man einmal gesehen haben. So, sie klettert wie ein Känguru da hoch. Das ist tief, oder? Und die oberen Schubladen sind dann hier abgesenkt, damit man auch da rankommt. Sag mal, ihr seid immer so ordentlich oder ist das nur für die Messe jetzt? Wir haben ja nur für 2 Wochen packen müssen, dann geht das. Dann geht das. Aber das ist so, ich meine, du bügelst ja, wie ich sehe. Hast es dann, nee, du bügelst nicht. Jetzt hättest du das Gesicht jetzt sehen müssen. Du bügelst, ich bügel doch nicht. Nee. Wozu? Und was ganz cool ist, hier, das ist noch ein großes Fach. Ja. Und da ist der Abwurf für Schmutzwäsche. Nee. Und die landet dann direkt vor der Waschmaschine. Also direkt vor der Haushälterin, die das dann für dich macht? Oder? Ja, ganz genau, ganz genau. Da kommt noch eine Waschmaschine hin, die ist noch nicht drin, und da kann man das direkt runterwerfen. Eine Toploader, ganz normale, was kommt rein? Nee, ganz normal, so eine Mini-Deo. Nee, keine Deo. Candy, die ist nur halb so tief, aber so hoch wie eine normale Maschine, aber sie hat 6 Kilo Fassungsvermögen. Das ist eine richtige Waschmaschine. Das Geschirr, wo ist das? Das ist vorne. Ihr könnt ja schlafen, egal in welche Richtung. Ihr könnt ja einmal längs, einmal quer. Ja, quer ist ein bisschen knapp, 1,50. Knapp. Aber wenn das Auto falsch steht, geht immer, oder? Ihr könnt einmal mit dem Kopf nach da oder nach da. Könnten wir. Könntet ihr, aber ihr schlaft immer nach hinten mit dem Kopf. Normalerweise schon, ja. Gut. So, und dann kann man ja auch noch richtig parken. Besteck. Da wird es natürlich auch eng. Wir sind noch nicht, also wir haben noch Sachen aus anderen Wohnmobilen, die wir drin haben. An manchen Stellen sind wir auch noch nicht fertig, das wird man bei den Tellern und so sehen. Wir haben schon einmal Melamin-Besteck gekauft oder Teller und Becher und sind gerade dabei, wieder auf Porzellan zurückzuwechseln, weil es ist unser Leben dann, und wir wollen dann nicht aus Plastikschüsseln essen. Gott. Fast hätte ich gesagt, fressen. Das ist so der. Ja, denn, das ist der Omnia. Ich sag mal, ihr habt ja kein Platzproblem, ja? Nee, nein. Omnia, was Omnia? So ein Backofen, den man, also so eine Art Backofenersatz, wenn man keinen hat, den Zeig kann man einfach oben draufstellen. Das ist ja spannend. Ich glaube, die Campinggemeinde kennt das Ding. Ja, was total krass ist, jeder kennt das Ding, noch nie einer hat es benutzt. Weil Aber als wir noch keinen Backofen hatten im Kastenwagen, habe ich da drin mein Brot gebacken, genauso jeden dritten Tag. Also ich habe ihn selber zu Hause, aber irgendwie habe ich ihn noch nie benutzt. Und das funktioniert gut. Hervorragend. Das ist ein Backofen am Grill. Ja, es ist nur nachher rund. Das ist manchmal ein bisschen blöd für Brot. Und zur Not Brötchen aufbacken, wenn man dann mal Aufbackbrötchen sich besorgt, geht auch ganz hervorragend darin. So, dann dürft ihr euch mal da in die Bank setzen. Ich mache die Abmoderation. Ihr seid mich los. Jutta und Jürgen am 16. Juni 2022. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich müsste das fast so abmoderieren wie diese Single-Börsen-Magazine. Jutta, die Unternehmensberaterin, die ihren Traummann gefunden hat während eines Skiurlaubs, in dem sie sich auf die Fresse gelegt hat und er geholfen hat. Ja. So ungefähr. So ist das. Die beiden werden die nächsten 30 oder 40 Jahre hier in dem Auto verbringen. Du bist jetzt, wie alt bist du? Ich bin 61. Und du? 55. Das heißt, ihr seid im besten Alter. Ihr wisst, wenn ihr es gut abreißt, könnt ihr noch 30, 40 Jahre als Veganer viel Sport und so. Aber es ist so, ihr macht das, was die meisten wollen. Und das in so einem coolen Style. Ist es so geworden, wie ihr wolltet? Ja. Ja. Ganz absolut. Klar. Oder besser? An manchen Stellen anders. Ja. Also in Summe vielleicht sogar besser, ja. Aber wir haben uns vorher sehr, sehr viel Gedanken gemacht und wir können uns auch viele Dinge vorstellen, und insofern sind wir schon nah dran an unserer Vorstellung. So, du bist ja anspruchsvoll als Unternehmensberaterin. Hat deine Frau den richtigen Mann gefunden? Definitiv. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten. 4Wheel24, ein atmendes Wohnmobil mit Jutta und Jürgen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir werden nochmal eine Fortsetzung von euch machen, wenn ihr vielleicht mal irgendwie unterwegs seid. Tschüss. Ciao. Tschüss.